warum die Mütterrente durch die Kindererziehungszeiten gekürzt werden kann. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 16. Oktober 2019 hat das Bundessozialgericht eine Serie von Revisionen zurückgewiesen. Die Klägerinnen wollten eine höhere Altersrente erreichen. Der Grund hierfür war oder ist, dass sie einen unbegrenzten Anspruch auf die Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten neben den Entgeltpunkten für Beitragszeiten haben wollten. Die Klägerinnen waren, arbeiten und haben parallel dazu ihre Kinder erzogen. Und der Gesetzgeber schreibt vor, dass man für jedes Jahr nur eine bestimmte Anzahl von Entgeltpunkten generell erreichen kann. Da gibt es ein Maximum. Und das steht in einer Liste in der Anlage 2b zum SGB, zum Sozialgesetzbuch Nr. 6 geschrieben. Und zum Beispiel für das Jahr 1989, ist nur ein Beispiel, sagt der Gesetzgeber, du kannst nur 1,8217 Entgeltpunkte erreichen. Mehr geht nicht. Das ist die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Einen höheren Wert kannst du nicht erreichen. Und viele Mütter sind ja nach der Geburt relativ zeitig wieder arbeiten gegangen und haben dann parallel zur Kindererziehung auch Einkünfte aus Arbeit gehabt und die wurden in Entgeltpunkte umgerechnet. Und für Zeiten der Erziehung für Kinder erhält die Mutter pro Monat einen Wert von 0,0833 Entgeltpunkte. Das macht auf das Jahr rund hochgerechnet einen Entgeltpunkt. Wenn die Mütter noch neben den Kindererziehungszeiten andere Beitragszeiten hatten, werden die Entgeltpunkte aus diesen Kindererziehungszeiten und den Beitragszeiten zusammengerechnet. Das nennt man additive Anrechnung. Erreicht die Mutter für das Jahr 1989 zum Beispiel den Wert von 1,8271 Entgeltpunkten mit den Verdienstzeiten und den Kindererziehungszeiten zusammengerechnet, dann ist alles in Ordnung. Wenn sie aber beispielsweise 2,5 Entgeltpunkte erreicht, dann beginnt der Ärger. Dann werden nämlich die Kindererziehungszeiten so weit runtergekürzt, dass wir wiederum auf die 1,8271 Entgeltpunkte herunterkommen. Und dagegen waren die Mütter und haben geklagt und sie wollten, dass die Kindererziehungszeiten bei der additiven Anrechnung nicht mehr gekürzt werden. Und das BSG hat diesen Wunsch ausgeschlagen. Das Bundessozialgericht, die Kasseler Richter haben gesagt, dass die additive Anrechnung verfassungsgemäß ist und sie auch dem geltenden Recht entspricht. Eine der Mütter will gegen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Entschuldigung, des Bundessozialgerichts Verfassungsbeschwerde einlegen. Wir warten natürlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ab und werden sehen, ob dann die Kürzung der Kindererziehungszeiten tatsächlich gegen geltendes Recht verstößt. Näheres zum Thema Kindererziehungszeiten und Mütterrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.